Hallo Leute, willkommen beim neuen Video von mir und dieses Mal gibt es das dritte richtige Update, also den dritten Monat meiner 365 Tage ohne Haare schneiden Challenge. Und ihr seht, ich bin noch nicht ganz angezogen für dieses Video, deshalb ziehe ich mich gleich um und dann sehen wir uns gleich noch. Also Leute, ich hoffe, ihr könnt alles erkennen und zwar meinen Haaren geht es ganz okay. Ich hätte gedacht, das spitzelt mehr, aber es ist eigentlich ganz okay. Meine Haare fetten super schnell irgendwie, also nach einem Tag sehen sie schon so aus. Das ist echt nicht mehr normal. Ich habe auch ein Anti-Fett-Shampoo gekauft, aber ich glaube, sowas funktioniert irgendwie nicht wirklich. Also ich hoffe, ich kriege das Ganze noch in den Griff. Wenn ihr Tipps habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann messen wir direkt meine Haare. Zum Glück stehe ich jetzt direkt mit dem Spiegel. Okay, 61. Ich glaube, letztes Mal hatte ich auch 61. Was? Man sieht immer im Ansatz. Ich habe meine Haare vor 2 Wochen gefärbt und man sieht schon einen Ansatz. Also das kann jetzt irgendwie nicht das Ganze sein. Ich glaube, letzte Woche hatte ich echt einen Fail gemacht. Oder 60,5. Also 61 cm sind meine Haare. Das heißt, letzte Woche habe ich einen Fail gemacht. Dann mache ich das gleich nochmal neu. Und also meine Haare ungefähr etwas mehr als 1 cm gewachsen, wenn das Failige so etwa in der Mitte ist. Das Update ist sehr kurz. Ich habe eigentlich nicht so viel zu berichten. Aber ich freue mich jetzt schon auf meinen Friseurtermin irgendwann im Januar. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Update gefallen hat. Macht ihr die Challenge auch? Dann schreibt es in die Kommentare. Können wir vielleicht zusammen machen. Und ja, dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Tschüss!